Wir sind interessiert. Deinen ganzen Batzen natürlich, denn wir sind zahlungsfähig. So, wir hätten schon mal die kalibrierten Stoßdämpfer. Ein schöner Einstieg. Wir danken dir. Wir sehen uns nächsten Montag. Ja, best friends forever. Und weil das gerade Convenience war, machen wir jetzt die Action nach einer einleitenden Lunchbox. Lunchbox. Alles cool. Bist du bereit? Lampe an, Lampe aus. Cool. Ausgezeichnet. Wir legen los. Ich bin genauso heiß drauf wie du. Wo sind sie denn hier? Die üblen Schergen. Oh, bei mir sind das alles Mr. Fuzzy Mitarbeiter. Wie schön. Da, ich mach. Das war hier, ne? Ja. Aber ich muss alles, was beißen kann, muss ich eliminieren, weil das kann hier den Repariervorgang unterbrechen. Und das wollen wir nicht. Kameramodus, lauf. Renne. Kameramodus. Meine Güte. Ich bin so raus. Zack, rüber. Noch nicht. Jetzt einlenken. Wo ist das Ding? Zack, los. Wir sind ein richtiger Kommandotrupp. Wo was? Was ist mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? Ah! Der Hund ist aggressiv, der braucht einen Maulkorb. Na, nein, auch meine einzigste Schwäche. Blutkäfer. Sie vergiftet mich. Und das mag ich gar nicht. Aua! Schießt! Immer schön in Bewegung bleiben. Da kommt einer. Oh, Ballistic Bock. Wir haben sonst keine Chance. Zack. Spritze. Sicher ist sicher. Oh, da kommt noch einer dazu. Wie schön. Volle Daddy Ops sind die besten. Aber auch Solo Daddy Ops sind was Feines. Kommt immer auf die Konstellation an. Das könnte man auch sehr gut alleine spielen. Aber in der Gruppe ist es natürlich immer lustiger. Na. Da schielt auch schon einer rum, ne? Das ist so creepy, ey, wenn sie den Anzug anhaben. Aber es wird schwierig, den Kopf da zu finden. Die Mod passt nicht diese Modelle der Figuren an. Also die Mesh ist ja auch nur mehr als realistisch, dass der Kopf natürlich, der unter dem Anzug ist, nicht so groß ist wie der Anzug selber. Das wäre schon so ein bisschen cheaty, aber das geht nicht. Die Meshes kann man nicht ändern. Hier in diesem Spiel mit Mods, das wäre ein zu tiefer Eingriff. Das geht einfach nicht. Aber alles kann man überziehen mit Texturen, theoretisch. Ich hatte da auch schon ein paar coole Ideen gehabt. Ich habe letztens eine Fallout 4 Mod gesehen gehabt. Die aus Fallout 76, die Mr. Fuzzies nimmt. Und also die kleinen Mr. Fuzzy Plüschtiere. Und naja, eben die Teddybären damit übermalt. In Fallout 4 finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Waffenwechsel gegen 3-Punkt-Landung. Weiter. Was erzähle ich denn da schon wieder? Ich muss mich konzentrieren. Rüber. Zack, hier rein. Was? Wo? Bin ich im Kreis gelaufen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Alles im grünen Bereich. Jupp. Ich hab mich wieder. Ballistic Bomb. Der alte war fast abgelaufen. Zack. Nein. Er will mich beißen. Es sind zu viele. Oh, warte mal. Stimmt. Ballistic Bock und harte Limonade geht nicht gleichzeitig. Aber jetzt ist gerade der Ballistic Bock aktiv. Ist mir lieber. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, Mensch. Oh nein, ihn hat's weggefetzt. Er war ein Blutkäferallergiker. Und er hat seine Spritze vergessen. Hinter mir. Ja, fast hinter mir. Zack und zack und zack.
Weiter, weiter, weiter. Wir sind gut drauf. Na? Von wo? Ja, das ist der Grund, warum ich hier meine Power-Rüstung trage. Ich würde nicht lange überleben. Die absolute Glaskanone. Da gibt's in Division, in Division 2 gibt es sogar für Körperrüstungsteile, für Ausstattungsgegenstände ein Talent, was man auf seine Ausrüstung raufrollen kann. Das heißt sogar Glaskanonen. Damit erhöht man seinen kompletten Waffenschaden um 25%, aber erhöht gleichzeitig den erlittenen Schaden um 50%. Muss man wissen, ob man das machen möchte. Muss man wissen. Also ich mach's nicht. Um Gottes Willen. Okay. Vorsichtig. Jetzt nach Marker schießen. Stimmt. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht jeden Gegner eliminieren. Ich glaube, wir müssen nur die markierten Gegner eliminieren. Oder das sind alle Gegner, die hier rumschlawenzeln. Na, 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 na. Überfall. Dankeschön. Es hat am Ende etwas gehapert gehabt. Primärziel. Ich wiederhole Primärziel. Wurmen Sie jetzt. Wie wir geübt haben. Wie in der Trainingssession. Na, 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 wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Hier. Boom, boom, boom. Immer schön raufhalten. That's what I'm talking about. Und? Ihr habt Großes geleistet. Und die Gaussflinte ist wieder verbuggt. Ich muss sie erstmal wegstecken. Und jetzt kann ich sie wieder nachladen. Ach nee, die war voll. Naja. Also es geht doch in die gleiche Richtung, ne? Noch ein bisschen Muni mitnehmen. Hier drüben auch noch. Zumindest bei den Sweet Spots. Hier oben zum Beispiel. Hier ist doch Alpha oder Beta. Oder Bravo. Da sammelt sich das immer. Kriege ich ein Küchlein? Bitte. Ich habe so einen Hunger. Habe ich wirklich? Ich würde das gerade voll reinhauen, Mensch. Das ist bestimmt lecker. Das ist so ein Glibber-Biscuit. Mit so Pseudo-Früchten obendrauf. Pseudo-Glibber. Aber manchmal schmeckt sowas ganz gut. Auch wenn ich es nicht empfehlen kann. Na, holen wir uns auch die andere Seite. Ja, na gut. Ausnahmsweise. Denn wir können die Munition bei uns im Verkaufsautomat sehr, sehr gut zurück ins Ödland. Nachdem wir geguckt haben, was wir hier bekommen. Ja. Gut, ausgezeichnet. Mhm. Belohnungen anzeigen. So, wir haben... Oh, obwohl es ja die erste Daily Ops war, haben wir hier keine Staatsanleihen bekommen. Das weiß ich gerade gar nicht, ob man hier überhaupt Staatsanleihen bekommen kann. Weil bis die nächste Season anfängt, würde ich gern parallel natürlich so viel Gold wie möglich verdienen wollen. Aber wenn es bei den Daily Ops einfach manchmal kein Gold, keine Staatsanleihen gibt, dann machen die nur bedingt Sinn. Naja, wir gucken mal. Nice, nice, nice. Aber erstmal hier Gruppenwechsel. Wir gehen raus. Ihr könnt ja gerne weiterspielen, wenn ihr das wollt. Wir treten einem zwanglos Team bei, was fast voll ist. Und nun... gehen wir zu Station Nummer 2 unserer großen Convenience-Tour. Und eventuell haben wir ja... Oh, stopp! Wir brauchen ja Staatsanleihen. Wir müssen jedes öffentliche Event mitnehmen. Ist ja auch fast vorbei. Hunger! Wir haben Hunger, Mensch! Oh, warte mal. Hier hat gerade der Atlas gejault. Alles okay, Atlas? War das nur ein diffuses Jaulen oder... Wir waren noch draußen. Aufmerksamkeit, komm mal her. Komm mal her, Speisung der Hungrigen erfordert nicht meine vollste Konzentration. Du kannst ganz gerne mal hierher kommen. Atlas, hopp, hopp, komm her. Ja, guter Junge. Alles okay, guck mal. Ich weiß, du bist erst 6 Monate alt, du solltest sowas nicht sehen dürfen, aber ich glaube, bei Hunden kann man da mal eine Ausnahme machen. Hier. Das da, das ist Hundefutter, das kennst du. Cool, oder? Und hier wird das produziert. Glaube ich. Unter anderem. Hier wird viel produziert. Hier kriegt man astreine Vorkriegsnahrung. Obwohl das ja theoretisch keine Vorkriegsnahrung da mehr ist. Aber hey, Videospiellogik erkläre ich dir ein andermal.
Nee, ich glaube, das war kein diffuses Ja. Und wir müssen noch mal raus. Wir müssen ja einen kurzen Schnitt setzen. Ich bekomme trotzdem alles, ne? Habe ich schon bekommen. Wunderbar. 3, 2, 1. Der Adler ist gelandet. Ich wiederhole, der Adler ist gelandet. Ein Glück bin ich noch mal rausgegangen. Aber jetzt zu dir, Mom. Wie geht's dir so? Ist noch gar nicht da. Mom. Komm schon. Wir haben's eilig, wie immer, ne? Kennst uns, ja? Legendäre Module to the max. Küchlein, warum eigentlich nicht? Komm schon. Nope. Naja, dann zumindest hier die restlichen Hirnpilze. Und vielleicht reicht das ja für unsere Menge an Hirnpilzen, die wir herstellen wollen. Impro-Revolver. Wir haben noch nicht mal ein Pistolen-Loadout. Steht aber noch auf der To-Do-Liste. Machen wir auch irgendwann. Vielleicht reicht das jetzt. Dann können wir uns die Tour zur Mülldeponie sparen. Aber wobei, ich zerschieße da so gerne die Todeskrallen. Mal gucken, ich guck gleich mal ins Inventar. Und bei der Fäulesuppe ganz wichtig, also beziehungsweise im Fäulegebiet müssen wir auch noch Blei mitnehmen. Denn unsere Bleivorräte gehen zur Neige. Hirnpilze, wo sind sie? 16. Aber okay, vielleicht haben wir Glück und super duper kickt das zumindest auf 10 mal. Hirnpilzsuppe. Gut, das war auf jeden Fall Convenience. Und jetzt wechsle ich erstmal ins Reiseloadout. Wir müssen, wir müssen hier hin. Wegen Gold. Ihr wisst schon, dem Anfang und dem Ende der Zivilisation und der Erkenntnis, dass man es nicht essen kann. Und oh, heute gibt es hier sogar 3-mal Gewürze. Da sage ich nicht nein. Und Öl. 1, 2, 3. Plastik als Strohhalm. Ja, bis hierhin schon erfolgreich. Hallöchen, Frau Aufseherin. Da war aber doch noch eine Aufgabe, oder? Sprich mit der Aufseherin. Das haben wir noch nie abgeschlossen. Gibt's da Atome für vielleicht? Hallo? Es ist getan. Ein Wort. Das habe ich nie abgeschlossen, oder? Ein besseres Symbol des Wohlstands kann man kaum verlangen, stimmt's? Das ist so typisch ich. Ohne dich hätten wir das natürlich nie geschafft. Sollte ich das nicht eigentlich sagen? Sie haben den Kontakt mit den Neuen hergestellt. Ja, das stimmt. Vor einem Jahr oder so. Aber schön, dass du noch so euphorisch bist. Ich habe sie nur energisch durch die Tür geschubst. Dazu sind Aufseher ja schließlich da. Mhm. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Passiert ist. Es heißt, sie mussten schwere Entscheidungen treffen. Hoffentlich wissen die Raider das Gold zu schätzen. Ehrlich gesagt macht mir ihre Zuverlässigkeit Sorgen. Werden sie mit denen fertig? Ja, ich habe die Raider unter Kontrolle. Ich bin bei den Herzchen. Sie sind stark. Sie werden das Gold beschützen. Solange sie nicht vergessen, dass sie unseretwegen stark sind. Ihr Gedächtnis scheint nicht das Beste zu sein. Tja, ich traue denen zwar nicht, ihnen aber schon. Sie mussten sich entscheiden. Das wird kein einfaches Bündnis. Aber dafür bleibt uns in Zukunft noch Zeit genug. Ja, eben. Und die Zeit wird es auch zeigen, ob dieses Bündnis funktioniert oder nicht. Wenn das Gold gelöst und das Gold gesichert ist, sollten wir uns überlegen, was für eine Zukunft wir für uns alle aufbauen wollen. Na, eine schöne. Ich mache nur meinen Teil, Aufseherin. Mit etwas Glück blicken die Leute eines Tages zurück und sagen, dass die Wiedergeburt Amerikas genau hier begann. Wenn Sie mich brauchen, bin ich hier. Meine Tür steht Ihnen immer offen. Wie, was? Sie haben bestimmt Wichtigeres zu tun, als sich meine Vorträge über okay, ich habe das gerade falsch verstanden. Anzuhören. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mich mal brauchen. Ich werde hier so gut wie möglich auf Appalachia aufpassen. Na, das ist doch mal ein Wort. Dankeschön. Aufgabe abgeschlossen. 25 Gold. Ist das jetzt wirklich abgeschlossen? Hatten wir das schon abgeschlossen? Das ist nicht abzuschließen, oder? Das geht einfach nicht. Wort 76 ist eine Familie. Wir stehen das gemeinsam. Eben. Ich muss gehen. Nee.
Ich habe ein paar Fragen zu den Aufseher-Logbüchern, die Sie zurückgelassen haben. Schießen Sie los. Ich habe sie alle gefunden. Wollen Sie sie haben? Mal sehen. Na, sieh mal eine an. Ja, das dürften alle sein. Es war eine lange Reise, nicht wahr? Für uns beide. Appalachia hat sich verändert. Und wir uns auch. Mhm. Danke, Aufseherin. Diese Holobänder haben mir beim Überleben geholfen. Ich... Gern geschehen. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Danke, danke, danke. Das geht jetzt hier nicht weiter, ne? Oh, endlich! Quest abgeschlossen. Die Mission der Aufseherin. Und was bekommen wir jetzt? Naja, gut. Gleich mal zerlegen, damit wir den Kram hier nicht unnötig durch die Gegend tragen müssen. Gesamten Schrott zerlegen, Gaussgewehr weg, Impro-Gewehr weg, Laserpistole weg. Kann auch weg. Cool. Ja, Mensch, hätten wir das auch erledigt nach all der Zeit. Und hier haben wir noch, öffne den Spind des Bergarbeiters verlassener Minenschacht 2. Das machen wir später. Nächstes Jahr. Genau. So, wir sind eigentlich wegen dir hier, Davenport. Hi, ich bin wieder dabei. Großartig. Und ich möchte Informationen sammeln über Crater, damit ich die Bilder verkaufen kann. Wie Sie wissen, ist Mag die Anführerin. An die anderen. Ich möchte, dass Sie an den grünen Zipfel. Ich glaube, wir können schon los, ne? Oder war das jetzt zu früh? Fühlen Sie sich wie zu Hause. Gut, machen wir. Ist gebongt. Die Aufgabe heißt... Schnappschüsse. Cool. Und immer schön gucken, ob es hier zufällig gerade ein paar öffentliche Events gibt. Es geht ja auch unter anderem hier um Staatsanleihen. Wir müssen das alles natürlich unterkriegen. Wir müssen ja auch unsere Convenience-Tour weiter vorantreiben. Aber wir können jetzt mal ganz kurz ruhig... nach Crater gehen. Zack. Und dann mit Mac quatschen. Ach so, ich muss Mac fotografieren. Wir müssen gar nicht zu Mac. Stimmt, das war ja die Anführerin. Mit der haben wir gerade nichts zu tun. Vielleicht später wieder. Na gut, Mac, wo bist du? Hallo, hallo, hallo. Reicht das schon? Nein, Mac muss oben rechts grau stehen. Dieses Bild mussten wir schießen. Flop. Und dann müssen wir zu Roxy oder zu der anderen, zu der Kleen. Na du? Noch so ein Witzbold, der mit... Ja klar, machen wir. Gut. Ist gebongt. Wenn du eine... Na dann können wir heute gar nicht zu der Kleen, ne? Wie reagiert die jetzt auf uns? Hi, kennst du uns noch? Okay, alles klar. Aufgabe zuschalten. Das war irgendwas mit Altersvorsorge, genau. Es war genau Altersvorsorge. Und bevor wir weiterziehen, sollten wir das andere Bildchen schießen, was echt ungelegen ist hier oben. Oh mein Gott. Kann ich hier in per Schnellreise? Nein, muss das jetzt da oben sein? Das ist schon eine bodenlose Frechheit. Von wo komme ich jetzt am besten dorthin? Von hier? Oh, das ist alles andere jetzt als schnell abgegrast. Aber da müssen wir durch. Was? Wie bitte? Hier ist noch eine Location, die ich nicht kenne. Oder ist die neu? Tatsächlich. What? Wie schön. Hallo, meine Freunde. Ich kenne diesen Ort noch nicht. Ich habe hier noch nie jemanden getötet. Ah! Sag mal, spinnst du? Ich freue mich gerade so. Sakrament entdeckt. Wir gucken gleich. Hier könnte irgendwas Gutes versteckt sein. Seid ihr alle tot? Ja, wir sind wieder versteckt. Lampe an. Ein bisschen Loot mitnehmen. Jupp, jupp. Stimpaks. Du gib schon. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Mottenmann-Eier. Nicht verkehrt. Aber die brauchen wir gerade nicht kochen. Weiter, weiter, weiter. Okay, vielleicht mal hoch. Also rein optisch schon ein sehr hochwertiges Lager. Da kann man nicht meckern. Jetzt im Ernst. Gibt es hier vielleicht... Oh, warte mal, stopp. Eine Wackelkopfpuppe oder so. Die müssen wir heute auch noch finden. Suchermodus aktiviert. Und ein Bildchen schießen wir natürlich auch noch. Und noch eins von vorne. Na, hier vielleicht irgendwas Schönes.
Eine Nuka-Cola, okay. Aber nur, weil sie hier an so einem sonderbaren Ort gelegen hat. Kultisten-Cola. Wer weiß, vielleicht kommt das später. So ein Rezept für Nuka-Cola mit Mottenmann-Eier. Ich glaube, wir können weiter. Oh, das ist noch ein ganz schönes Stückchen. Schneller Kameramodus. Und, naja, Frameshift. Ach, hier ist das. Ich erinnere mich. Ja, stimmt. Hier habe ich die ersten Bilder geschossen mit unserer fertig gerollten Bruderschaftsaufklärungsrüstung. Quantum Bär. Ja, stimmt. Ich muss auch noch zum Vergnügungspark. Quantum Bär. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen unseren Kram jetzt nicht zerlegen. Ach, Mensch. Und jetzt fing auch gerade noch geleitete Meditation an. Was? Hiervon? Reicht das? Wir können ja auch noch ein Bildchen von uns schießen. Ist einfach eine astreine Position mit einer bombastischen Aussicht. Aber genug der Bilder. Wir wollen meditieren mit Gary Oldman.